Im heutigen Video geht es um die Anzucht von Kürbisgewächsen. Ich zeige euch, wie ich Gurken und Kürbisse aussähe und versorge euch am Beispiel von Zucchini und Wassermelone noch mit ein paar Tipps. Ein guter Zeitpunkt, um mit der Anzucht von Kürbisgewächsen zu starten, ist circa 4 Wochen, bevor sie draußen gepflanzt werden. Zu den Kürbisgewächsen gehören Gurken, Zucchini, Kürbisse und Melonen. Allesamt sind sehr wärmeliebende Kulturen und sollten frühestens nach den Eisheiligen, also ab Mitte Mai, draußen eingepflanzt werden. Mit der Anzucht im Haus starte ich deshalb oft erst ab Mitte April. Manchmal spare ich mir sogar die Voranzucht und sähe ab Mitte Mai gleich direkt draußen aus. Alle Kürbisgewächse sind Starkzehrer und benötigen über die Kulturdauer viele Nährstoffe. Ich verwende deshalb auch schon für die Anzucht nährstoffreichere Erde und sähe in größere Töpfe mit 9 oder 10 cm aus. Das hat den Vorteil, dass die Keimlinge später nicht vereinzelt werden müssen. Das mögen Kürbisgewächse nämlich nicht so gerne. Als Gurke für den Balkon probiere ich dieses Jahr die Snackgurke Pony aus. Laut Beschreibung bildet sie nur weibliche Blüten und verspricht einen guten Ertrag mit ca. 10 bis 12 cm langen Früchten. Pro Topf sähe ich zur Sicherheit immer 2 Samen aus, falls einer nicht aufgehen sollte. Die Saattiefe ist ungefähr 2 cm. In den anderen Topf sähe ich Kürbisse aus. Da will ich diese Saison die kleine Sorte Jack B. Little ausprobieren. Sie bildet ca. 10 cm große gerippte Früchte, die man füllen und im Ofen garen kann. Da bin ich schon sehr gespannt und hoffe, dass die Sorte auch gut im Kübel funktioniert. Wie bei der Gurke sähe ich 2 Samen ca. 2 cm tief. Die Aussaat noch gut angießen und fertig. Kürbisgewächse keimen in der Regel sehr schnell und zuverlässig bei warmen Temperaturen um die 25 Grad. Bei mir funktioniert es immer sehr gut in einem kleinen Zimmergewächshaus. Wenn Temperatur und Feuchtigkeit passen, keimen Gurken, Zucchini und Co. richtig schnell. Oft sprießen die Keimlinge schon nach wenigen Tagen. Hier seht ihr meine Zucchini und Wassermelone kurz nach der Keimung. Aber jetzt tritt häufig das folgende Problem auf. Stehen die Keimlinge zu dunkel und zu warm, kann es passieren, dass sie relativ schnell in die Höhe schießen. Denn auch an einem hellen Fenster im warmen Wohnzimmer ist es oft trotzdem noch zu dunkel. Verwendet man keine Zusatzbeleuchtung, um für mehr Licht zu sorgen, ich verwende übrigens keine, ist es wichtig, dass die Pflänzchen nach der Keimung kühler gestellt werden, so um die 16 bis 18 Grad. An meiner Wassermelone könnt ihr das gut sehen. Da ich keinen kühlen Raum habe, steht sie aktuell zu warm bei zu wenig Licht. Um das zu umgehen, stelle ich die Pflanzen normalerweise tagsüber auf den Balkon. Das war in den letzten Tagen aber leider auch nicht möglich, weil es draußen zu kalt war. Ja, kann man denn die hochgeschossenen Pflanzen irgendwie retten? Diese Frage habe ich in den letzten Tagen einige Male gestellt bekommen. Und ich muss sagen, da bin ich etwas zwiegespalten. Wenn der Keimling jetzt nicht sehr hochgeschossen ist, versuche ich ihn zu retten. Also wenn im Topf noch Platz ist, kann man Erde auffüllen. Oder zum Beispiel auch die ganze Pflanze in einen größeren Topf tiefer setzen. Aber wenn der Keimling schon zu stark vergeilt ist, tut man sich in der Regel keinen Gefallen und es ist besser, lieber nochmal neu auszusäen. Vorhin habe ich ja schon kurz erwähnt,
dass Kürbisgewächse es nicht so gerne mögen, wenn sie vereinzelt werden. Ich ziehe deshalb pro Topf auch immer nur eine Pflanze. Wenn beide Samen aufgegangen sind, wie bei meiner Zucchini hier, behalte ich den Keimling, der besser und kräftiger gewachsen ist, und schneide den schwächeren, schweren Herzens ab. Ich hoffe, dieses kurze Video zum Thema Kürbisgewächse aussäen hilft euch. Und falls ja, freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen hoch.